Richtig schön, dass ihr dabei seid, heute von zu Hause aus zum allerersten Online-Kindergottesdienst. Vielleicht noch ein bisschen komisch, aber... Ich bin auch hier! Frederik, ich begrüße gerade die Kinder. Du bringst mich völlig raus. Entschuldigung. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Ja, toll, ja, ich danke schön. Nicht, dass das... Welche Kinder überhaupt? Die Kinder aus der Sonntagsschule, die gucken doch heute von zu Hause aus zu. Ach, deshalb die Kamera und ich dachte schon, ich wäre endlich im Fernsehen. Frederik, jetzt lass mich aber bitte mal die Kinder begrüßen, ja? Okay, Entschuldigung, ich habe jetzt also, richtig schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist, heute zu dem allerersten Online-Kindergottesdienst. Frederik, was machst du denn hier? Das ist so laut. Laut? Ja, das stört. Was ist denn nur los mit dir? Weißt du, mir geht's nicht so gut. Ja, du, weißt du was, das merke ich. Ja, wie... Das heißt... Ja, du bist völlig komisch, Frederik. Ich hab Kopfschmerzen. Ah, das erklärt natürlich... Oh, yeah. Bauchschmerzen. Und Knieschmerzen. Knieschmerzen. Außerdem das Schlimmste... Ja... Ich habe mir beim Aufstehen den Zeh an der Bettkante gestoßen. Frederik, ach du armer Kerl. Das ist nicht lustig. Weißt du, wie weh das tut? Ja, hast du das schon mal gemacht? Natürlich weiß ich, dass das richtig weh tut. Ach du armer Freddy. Ich heiße nicht Freddy. Okay. Frederik. Besser so? Du sag mal, was machst du eigentlich mit dem ganzen Zeug hier? Es sieht aus... Naja, weißt du, ich kann nicht laufen. Wegen meinem Zeh und meinem Knie. Der Zeh und das Knie. Richtig. Deshalb, weißt du, ich muss halt zum Arzt. Du musst zum Arzt. Natürlich, wenn ich krank bin, dann gehe ich auch zum Arzt, ja. Aber weißt du, ich habe halt was am Zeh und am Knie, deshalb kann ich nicht gehen. Oh. Und deshalb... Moment! Okay. Was hast du denn damit vor? Hab ich mir ein Fluggerät gebaut. Fluggerät aus einem Ventilator? Ja, richtig. Frederik, wie willst du denn damit fliegen? Das wirst du schon sehen. Ich bin Pilot. Warte. Du bist Pilot. Jetzt ist Frederik auch noch Pilot, natürlich. Er hat den Pilotenschein gemacht. Klar, Frederik schafft alles. Kein Ding. Wie siehst du denn aus, Frederik? Oh, wenn ihr das sehen könntet. Richtig komisch. Wo ist das Problem? Du siehst lustig aus, Frederik. Lustig? Was ist das für ein Ding auf deinem Kopf? Das ist eine klassische Pilotenmütze. Eine klassische Pilotenmütze. Oh, weia. Frederik, darf ich dir mal helfen? Mensch, wenn du eh schon Ohrenschmerzen hast, dann musst du die auch bitte über die Ohren ziehen. So. Das ist lieb. Bitteschön. Lieb. Ich kann sowas nicht so gut. Ja, kein Problem. Ich bin kein Mützenträger. Ja. Aber als Pilot führt kein Weg drumherum. Dann zeig mir doch mal bitte, Herr Pilot, wie du fliegen willst mit deinem ach so tollen Fluggerät. Hast du nicht? Wirst sehen, warte. Ja, zeig mir das mal. Glaubt ihr das? Der kann doch nicht fliegen mit so einem Ding. Oh, ja. Was ist denn? Oh. Ich brauche eine Steckdose. Der Stecker. Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich hier... Nee, du... Sollst hier bleiben? Tut mir leid, ich finde keinen Stecker. Keine Steckdose. Na toll, dann können wir das mit dem Fliegen auch ganz vergessen. Frederik, ich habe eine Idee. Du, der Daniel, der kennt da so eine Geschichte von einem Mann, der richtig krank war. 38 Jahre. Und der war so 38? Krank, der konnte auch nicht laufen. Der lag den ganzen Tag an so einem Teich und hat versucht, in diesen Teich zu kommen, damit er wieder gesund wird. Aber er war so krank, dass er nicht aufstehen konnte. Noch viel mehr krank als du. Weißt du was? Der Daniel erzählt uns bestimmt die Geschichte.
Wir fragen ihn mal. Oh ja. Und vorher singen wir noch ein Lied zusammen. Das aber natürlich ein Bewegungslied. Ja, Bewegung. Wenn ich dran denk, dass du für mich geboren bist, will ich nie mehr von dir weg, weg, weg. Wenn ich dran denk, dass du für mich geboren bist, will ich nie mehr von dir weg. Bist, will ich nie mehr von dir weg, weg, weg. Wenn ich dran denk, dass du für mich gestorben bist, will ich nie mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nie, nie, ey, ey, ey. Ich will nie mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nie, nie, ey, ey, ey. Ich will nie mehr von dir weg, weg, weg. Wenn ich dran denke, dass du auferstanden bist, will ich nie mehr von dir weg. Verstanden bist, will ich nie mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nie, nie, ey, ey, ey. Ich will nie mehr von dir weg, weg, weg. Nein, nein, nie, nie, ey, ey, ey. Ich will nie mehr von dir weg, weg, weg. Wenn ich dran denke, dass du wiederkommen wirst, will ich nie mehr von dir weg, weg, weg. Wenn ich dran denke, dass du wiederkommen wirst, will ich nie mehr von dir weg. Hallo zusammen, schön, dass ihr alle zuschaut heute. Habt ihr euch schon an die neue Situation gewöhnt? Ist ja alles im Moment ein bisschen anders. Viele Sachen sind echt cool. Ihr müsst nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Ihr dürft zu Hause lernen. Ihr dürft viel Zeit mit den Eltern verbringen, mit den Geschwistern. Ihr dürft bei dem tollen Wetter im Garten spielen. Manches ist vielleicht aber auch doof oder ein bisschen langweilig. Macht einfach das Beste draus. Ich finde es wichtig, dass ihr jetzt versucht, nicht so viel miteinander zu streiten, weil das finden wahrscheinlich alle ziemlich doof. Wenn es euch langweilig wird oder sowas, dann bastelt doch lieber was Cooles. Oder noch eine Idee, lernt einfach mal einen Bibelvers auswendig. Die können wir leider in der Sonntagsschule im Moment nicht abfragen, aber ich verspreche euch, wenn das nächste Mal wieder Sonntagsschule ist und zwar live, dann nehmen wir uns die Zeit und ihr könnt die ganzen Verse alle aufsagen. Und natürlich kriegt ihr auch dann eure Punkte dafür. Ja, der Vers, der diese Woche dran wäre, der ist richtig cool und der passt eigentlich auch total gut zu der Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte. Vielleicht kennen diesen Vers auch schon einige von euch. Ich bin gespannt, ihr könnt es mir ja mal erzählen. Und zwar steht der Vers in Psalm 50, Vers 15. Allein schon an der Stelle merkt ihr vielleicht, das ist ein Vers, den ihr kennen könntet. Und zwar steht da drin: Ruf mich an in der Not, ich will dich retten und du wirst mich preisen. Und das ist ein total super tolles Versprechen von Gott. Wenn Gott uns hilft in der Not, dann ist das ein Wunder. Habt ihr schon mal ein Wunder erlebt? Könnt ihr mir auch mal erzählen. Das wäre echt cool, da würde ich mich drauf freuen. In der Geschichte heute geht es auch um ein Wunder, das Jesus tut. Und die Geschichte, die spielt in der Nähe von Jerusalem, direkt neben der Stadtmauer. Da gab es Badeteiche. Und zwar waren um diese Teiche Säulenhallen gebaut. Ihr seht das hier auf dem Bild. Das soll so von oben
das Ganze mal zeigen. Das, was hier so ein bisschen rot-orange ist, das soll das Wasser sein. Die Säulenhallen, die sind außen rum. Und diese Badeteichanlage, die hieß Bethesda. Bethesda, das ist Hebräisch und auf Deutsch heißt das Ganze einfach Haus der Barmherzigkeit. Warum das so genannt wurde, das erzähle ich euch auch gleich. Das sieht ja fast schon aus wie so ein Schwimmbad, das Ganze. Heute ist es nicht mehr so schön wie auf dem Bild, weil das war ungefähr zur Zeit, als Jesus gelebt hat. Und danach gab es ja auch schon ein paar Kriege und ja, alles ist so ein bisschen zusammengefallen. Und heute sieht das Ganze so aus. Das wurde vor ein paar Jahren ausgegraben und das kann man sich heute da noch angucken. Wie gesagt, es sieht ein bisschen aus wie ein Schwimmbad, aber in der Zeit, als Jesus gelebt hat, war es kein normales Schwimmbad. In den Hallen um den See herum lagen nämlich ganz viele kranke Menschen. Da waren Blinde dabei, Taube, Gelähmte. Da waren Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheiten oder Behinderungen. Und alle, die da lagen, die hatten ein Ziel. Die wollten geheilt werden. Man hat damals erzählt, dass das Wasser sich manchmal so ein bisschen bewegt hat. Und wenn das Wasser sich bewegt hat, dann galt es loszulaufen. Wer dann nämlich als erstes im Wasser war, der hat gewonnen und der hat Heilung erfahren. Das war damals so eine Geschichte und jedes Mal, wenn das Wasser sich bewegt hat, haben alle versucht, in das Wasser zu kommen. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild, wie es innen aussah. Hier sieht man, wie die Leute da liegen und verbunden sind und teilweise sich nicht gut bewegen können. Und ein Mann war da, der war gelähmt. Der konnte sich gar nicht bewegen. Ich zappel ja hier die ganze Zeit rum und bei dem war das wirklich so, ich kann mich jetzt hier nicht hinlegen, weil die Kamera den Boden gar nicht sieht, aber der war ganz steif. Der konnte sich nicht bewegen, der konnte nicht mit den Händen winken, der konnte auch nicht aufstehen oder gehen. Und er lag schon ziemlich lange da. Der arme Kerl, der lag 38 Jahre lang da in dieser Säulenhalle um den See herum. Ich zeige euch nochmal das Bild mit der Säulenhalle. Hier lag er drin und hat gewartet, dass das Wasser sich bewegt und dass vielleicht die Chance bestand, dass ihn jemand in das Wasser getragen hat. Kennt ihr jemand, der 38 Jahre alt ist? Fragt doch mal eure Mama oder euren Papa. Vielleicht sind die 38 oder die kennen jemand, vielleicht ein Onkel oder eine Tante. Ist auf jeden Fall schon relativ alt. Ist eine lange Zeit und er ist immer an dem gleichen Ort. An einem Ort, wo ganz viel Armut ist, weil die hatten ja nichts. Hilflosigkeit, die konnten sich nicht bewegen, die hatten alle Behinderungen. Aber auch Egoismus, weil jeder ja versucht hat, zuerst ins Wasser zu kommen. Die haben richtig gekämpft da bestimmt. Vielleicht ist euch jetzt nach der kurzen Zeit zu Hause auch schon langweilig, obwohl ihr eigentlich alles habt und es euch gut geht. Stellt euch aber mal vor, wie der arme Mann sich nach 38 Jahren gefühlt haben muss. Immer an der gleichen Stelle, ohne eine echte Hoffnung, dass es mal besser wird. Eines Tages kommt Jesus an dem Teich vorbei. Der wollte nämlich nach Jerusalem, was ja gerade nebenan war. Hier neben sieht man noch so ein bisschen die Stadtmauer von Jerusalem. Und da wollte er zu einem jüdischen Fest. Und er geht da vorbei, guckt so in die Säulenhalle und sieht da diesen Mann liegen. Und erkennt, der liegt da schon unheimlich lange. Und Jesus macht was ganz Interessantes. Der geht zu dem Mann und fragt den, sag mal, möchtest du gesund werden? Was für eine Frage. Deshalb liegen alle da. Aber Jesus fragt ihn wirklich nochmal gezielt. Er bietet ihm die Hilfe an. Jesus sagt, möchtest du gesund werden? Und der Mann antwortet Jesus. Der sagt, Herr, ich habe niemand,
der mir hilft, zu dem Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Ich habe überhaupt keine Chance, gesund zu werden. Und wenn ich selbst versuche, dahin zu kommen, dann kann ich mich so ein bisschen hin und her robben und versuchen zu rollen oder so. Aber ich schaffe das nicht. Da ist immer jemand anderes zuerst da. Und Jesus sagt was zu dem Mann. Der sagt, steh auf. Nimm deine Matte, auf der du liegst, und geh. Krass, oder? Im selben Moment war der Mann geheilt. Das ist doch Wahnsinn. Er stand nach 38 Jahren das erste Mal auf, nahm seine Matte und konnte gehen. Der war natürlich überglücklich und hat Jesus gedankt. Jesus hat ein Wunder an dem Mann vollbracht. Ein richtiges Wunder. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, kann Gott auch heute noch Wunder tun. Bittet ihn einfach darum, wenn ihr Hilfe braucht. Und wenn Gott es dann für richtig hält und für gut hält, dann wird er euch auch helfen. Das hat er versprochen. Ruf mich an in der Not und ich will dich retten und du sollst mich preisen. Zwei Vorschläge habe ich für euch. Was waren drei? Zwei. Erster. Lernt den Vers einfach mal auswendig, damit ihr immer daran denkt, wenn ihr mal in Not seid oder ein Problem habt, dass ihr Herrgott immer um Hilfe bitten könnt und dass er euch versprochen hat, auch zu helfen. Und das Zweite, betet jetzt auch für die vielen Menschen, die krank sind, die keinen Gott kennen, die Hilfe brauchen und sie vielleicht nicht bekommen. Und ich würde mich da riesig freuen, wenn ihr dafür echt auch beten könnt, auch für die Zeit zu Hause. Und das könnt ihr auch bestimmt gerne mit euren Eltern machen. Die freuen sich darüber, wenn ihr mit denen betet. So, das war schon die Geschichte. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Richtig cool, dass Jesus den Mann in der Geschichte gesund gemacht hat. Mhm. Der konnte wieder gehen. Ja, yeah, voll gut. Und der Vers, den Daniel gesagt hat, Psalm 50, Vers 15, der gilt noch für uns heute. Wir können Gott anrufen, wenn wir in Not sind, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und er wird uns helfen. Vielleicht sieht das manchmal für uns ein bisschen anders aus, als wir uns das vorstellen. Aber er wird uns helfen. Und dann können wir ihm Danke dafür sagen. Weißt was, Frederik? Ja, was? Ich kann dir helfen. Wir gehen einfach zusammen zum Arzt. Oh ja, das finde ich gut. Und auf dem Weg dahin beten wir zusammen, dass Gott dich gesund macht. Oh ja, und auf dem Rückweg danken wir ihm dafür, dass er mich gesund gemacht hat. Okay, los geht's. Hab ich einmal Angst und weiß ich nicht mehr weiter, dann bist du bei mir, du bist mein Begleiter. Denn du bist Hilfe in der Not, wie ein Rettungsboot. Hilfe in der Not, wie ein Licht in dunkler Nacht. Hilfe in der Not, Rettungsboot. Hilfe in der Not, wie ein Licht in dunkler Nacht. Jesus, wer dich kennt, der wird dir vertrauen. Wer sich auf dich verlässt, der ist nie, nie, nie.